Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Aussagenlogik. So, heute geht's weiter mit dem, was ich euch ursprünglich letztes Mal schon zeigen wollte, nämlich wie lese ich aus einer Wahrheitstabelle bzw. wie man die aufstellt bei einer Formel, haben wir schon rausgefunden. Das heißt, wie lese ich aus dieser Wahrheitstabelle die Normalformen ab, nämlich die Konjunktive und die Disjunktive. Kann man beide ablesen, super, leicht sogar. Und wie wir nachher sehen, kann man sie auch umwandeln. Okay, also mal sehen, wie weit wir heute kommen. Und zwar, ihr erinnert euch noch an letztes Mal, wir hatten die konjunktive Normalform, das hier oben waren nur andere Schreibweisen, nicht wundern. Die konjunktive Normalform war das hier. Das heißt, wir hatten mehrere Klauseln, also kleine Unterformeln innerhalb der großen Formel, die mit innen drin mit oder verknüpft waren und untereinander, also verschiedene Klauseln waren zwischen sich mit und verknüpft. Bei der Disjunktiven war das genau umgekehrt, da waren die Klauseln in sich mit und verknüpft und außen waren sie mit oder verknüpft. So waren die beiden Normalformen ja, definiert. Arbeiten tut man meistens mit der hier, also mit der Konjunktiven. Es ist zwar ein bisschen umständlich, also mir war die Disjunktive immer intuitiver irgendwie, aber ja, ist halt so. Genau, und wie kann ich jetzt aus diesem Teil hier die Sachen rauslesen? Also, fangen wir mal an. Das hier war überhaupt nur Hilfestellung, das brauchen wir alles gar nicht. Was wir brauchen, war das hier. Und ich kopiere das direkt mal hierher. Also, das war dann F, sprich die Lösung von F. So, jetzt haben wir Folgendes. Wir haben hier vorne die Variablenbelegung und wir haben hier hinten das Ergebnis. Und das haben wir für jede Variablenbelegung überhaupt, die es geben kann. Das bedeutet, wir können aber auch einfach auslesen, was rauskommt. Und zwar, es kommt eine 1, also die Formel wird immer genau dann wahr, wenn hier eine 1 steht. Logisch, oder? So ist es ja definiert. Das bedeutet aber auch Folgendes. Wir können hier f umschreiben. F von a b c gleich. So, und jetzt würde ich gerne selber wieder tippen, danke. Und zwar hier, der erste Teil, also sie wird ja immer genau dann wahr, wenn entweder f hier eine 1 hat, hier eine 1 hat, hier, hier oder hier. So, aber f hat hier eine 1, wenn a 0 ist, b 0 ist und c 1 ist. Okay, schreiben wir mal hin, genau so. Ihr erinnert euch bitte noch an die verkürzte Schreibweise, dass man uns einfach verschlucken kann und oder muss man schreiben. Das heißt, ich kopiere mir hier jetzt einfach, na, da ist es, ich kopiere mir hier einfach das oder rein und mache hier ein paar oders. Und dann kopiere ich mir das und den Zwischenspeicher, also nicht irritieren lassen. Das ist einfach nur für mich, dass ich es besser tippen kann. Weil wenn ich das handschriftlich machen würde, dann würdet ihr es wahrscheinlich nicht mehr lesen können. Dann findet ihr meine Tutorials nicht so geil, deswegen machen wir das so. Okay, also wir wollen, dass f 1 wird. Und das haben wir, wenn a falsch ist, also nicht a. Und, jetzt verschlucke ich das und, b muss auch falsch sein, das heißt not b. Und C muss aber wahr sein, das heißt und C, okay? Dann haben wir den ersten Fall abgedeckt, ja? So, das bedeutet aber, jetzt haben wir den Fall abgedeckt. Der zweite Fall, wenn F auch wahr ist insgesamt, ist hier. Das heißt, es ist wahr, wenn der erste Fall gilt oder der zweite Fall gilt oder der dritte oder der vierte oder der fünfte. So, und jetzt sagen wir hier einfach, okay, da sehen wir ein A. Und ich kann ruhig eine Klammer drumherum machen, auch wenn man sie eigentlich nicht dringend braucht. Ein A oder ein Nicht-B. Und ein Nicht-B meine ich, Entschuldigung. Und, ist wichtig. Und ein Nicht-C. So, hier ist der nächste Fall, gerade eins drunter. Also, A muss wahr sein, B muss falsch sein, C muss wahr sein. Und hier, das vorletzte, A ist wahr, B ist wahr, C ist falsch. Und das allerletzte, alles ist wahr. Also A, B und C. So, und jetzt haben wir alles abgedeckt und haben eine perfekte Normalform. Wie wir sehen, ist die Normalform leider alles andere als klein. Und das Ding hier ist echt, also wenn ich das hier so angucke, drei Sachen versus, ja, viele, dann ist es nicht ganz so geil. Aber das hier nennt sich auch vollständige Normalform. Und Achtung, wir sehen hier, wir haben eine disjunktive Normalform.
Hier oben übrigens auch, wir haben hier auch eine disjunktive Normalform, weil das und könnten wir ja verschlucken und die Klammern könnten wir auch verschlucken. Und was dann da steht, ist folgendes, nicht B und C oder A. Das ist auch eine disjunktive Normalform, allerdings keine vollständige. Denn eine vollständige Normalform hat immer folgende Eigenschaft. Wir haben überall, also in jeder Klausel, haben wir jedes Literal, also jeder Buchstabe, den wir hier vorne reinkriegen, haben wir mindestens, nicht mindestens, genau einmal vertreten. Das heißt, wir haben hier ein A drin als nicht A, wir haben hier ein B drin als nicht B, wir haben ein C drin. Hier im nächsten Fall haben wir auch wieder A, nicht B, nicht C. Das heißt, wir haben auch A, B und C alles vorhanden. Hier haben wir wieder ABC, hier haben wir ABC und hier haben wir auch ABC. Deswegen ist das hier eine vollständige disjunktive Normalform. Das hier ist keine vollständige, weil hier fehlt das A und hier hinten fehlt B und C. So, jetzt gibt es aber einen Trick, wie ich von dieser Form hier eine vollständige Normalform machen kann. Und dazu schiebe ich das hier mal ein bisschen tiefer und möchte euch was zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier sage, okay, ich habe zwei Möglichkeiten, dass diese Gleichung hier wahr wird. Entweder ist A wahr oder nicht B und C ist wahr. Naja, aber wenn nicht B und C wahr ist, dann kann ich ja Folgendes machen. Dann kann ich ja hier sagen, okay, nicht B und C oder nicht B und C. Das darf ich ja durchaus machen. Das ist ja egal, ob der Teil wahr ist oder der Teil wahr ist. Bei einem Oder interessiert mich das nicht. So. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt setze ich hier ein A rein und hier setze ich ein Nicht-A rein. Ups, ja, da sollte ich vielleicht das Nicht vorne vorher mal kopiert haben. So, ich habe hier A reingefügt. Das heißt, wenn jetzt A wahr ist und B und C, B ist falsch und C ist wahr, dann ist der erste Teil wahr. Wenn A aber falsch ist und B ist falsch und C ist auch falsch, dann ist der zweite Teil hier wahr. So. Und mit den Fällen, denn A kann nicht anders als wahr oder falsch sein. Das heißt, für nicht B und C habe ich immer noch alle Möglichkeiten abgedeckt. Und das heißt, ich habe hier aus diesem einzelnen Block, wo nur nicht B und C drin stand, habe ich jetzt einen vollständigen Block gemacht. A, nicht B und C. Und hier habe ich dann halt eben dementsprechend ergänzen müssen, damit ich alle Fälle abgedeckt habe und so weiter. So. Und jetzt kann ich dasselbe hier hinten mit dem A machen. Aber wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich eine minimale Normalform haben möchte oder eine vollständige. Das hier ist die vollständige, das hier ist die minimale. Minimal bedeutet einfach so klein wie möglich. Das heißt, ich kann nicht weiter reduzieren. Wie dieses Reduzieren geht, zeige ich euch noch. Wir sind nämlich schon wieder bei 8 Minuten. Jetzt möchte ich euch gerade noch kurz zeigen, wie man eine konjunktive Normalform ablesen kann. Das ist leider nicht ganz so intuitiv wie die disjunktive. Deswegen ist die wahrscheinlich für mich auch einfach die Gleichungsart, die ich lieber mag. Aber schauen wir mal nach. F von A, B, C gleich. So. Und jetzt will ich aber nicht das da wieder drin haben, sondern ich will selber tippen. Dankeschön. Okay. Jetzt muss ich tatsächlich mehr Oders haben. Und zwar wollen wir auch wieder eine vollständige. Das heißt, wir haben in jedem Block, wissen wir schon mal, drei Variablen drin stehen. Das heißt, ich muss hier immer zwei Oders reinkopieren. Und das Verfahren ist im Prinzip dasselbe. Wir gucken jetzt allerdings nach den Fällen, wo es falsch wird. Ja? Das heißt, wir sagen, wenn A falsch ist, B falsch ist, C falsch ist, dann ist die ganze Gleichung falsch. So, das bedeutet aber auch, wir wollen jetzt genau das Gegenteil haben. Das heißt, wir sagen hier, okay, da wird es falsch. Wir wollen ja beschreiben, wann es wahr wird. Also sagen wir hier, okay, A ist hier 0. Das heißt, es soll doch bei uns bitte, also A ist hier oben falsch. Das heißt, dann wird die Gleichung falsch. Also soll doch bitte bei uns A wahr werden. Also A ist wahr. Dann hier B ist 0. Also sagen wir hier unten, okay, B muss wahr sein. Und C muss wahr sein. Gut, war der erste Fall. Jetzt haben wir hier ein und zwischendrin. Und dann sagen wir hier, okay, A muss wieder wahr sein bei uns, denn hier oben ist es ja falsch. Und dann führt es zu einem falschen Ergebnis, also 0 als Ergebnis. Wir sagen, B ist hier wahr. Das heißt, wir sagen, okay, wir hätten ganz gerne, dass B bei uns
falsch ist, denn es muss immer das Gegenteil einfach sein. Und hier sagen wir, okay, C ist hier auch falsch, das heißt, es ist wahr bei uns. Und hier sagen wir einfach A, also ich bin jetzt hier gerade, wir suchen uns ja immer die Zeilen raus, wo es falsch wird. A muss wahr sein, denn hier ist es falsch. B muss falsch sein, denn hier ist es wahr. Und C muss auch falsch sein, denn hier ist es auch wahr. Genau, so. Und jetzt haben wir aus diesen drei Gleichungen, so, aus den dreien haben wir unsere konjunktive Normalform, Entschuldigung, unsere konjunktive Normalform abgelesen. Gut, und aus den anderen fünf haben wir unsere Disjunktive abgelesen, die übrigens deutlich intuitiver irgendwie ist. Ihr könnt es nachrechnen, wenn ihr lustig seid und wirklich viel Lust habt, aber was ich eh mit euch machen möchte ist, ich möchte nächstes Video euch zeigen, wie man von dem Wurst hier, von der riesigen Wurst, auf dieses f von abc kommt, auf das kurze, und wie man zwischen den beiden hin und her rechnen kann. Gut, das heißt, ich hoffe, ihr habt verstanden, wie man aus Wahrheitstabellen die Normalform ablesen kann. Übrigens, das hier ist auch eine vollständige Normalform, denn wir haben hier a, b und c drin und wir haben hier a, nicht b und c drin. Wir haben hier A und B und C drin, also jeweils alle Variablen sind vorhanden. Das heißt, das hier ist auch eine vollständige Normalform, vollständige konjunktive Normalform. Gut, ja, wie gesagt, nächstes Mal gibt es die Umrechnungssachen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.